quasi das, was im Jahr 2019 neu im Programm aufgenommen worden ist. Und zwar Modell und die Technik, die innen eingebaut ist, zusammen hier jetzt in einem schönen Flug mit dieser E-145. Charakteristisch für Maschinen aus dem Hause Eurocopter ist er hier im Heckrotor. Er wird aufgrund der Bauweise und aufgrund der Auslegung mit mehr als zwei Blättern, also hier sind im Modell 10 Blätter eingebaut, auf Tennisrohr bezeichnet. In Verbindung mit dem aerodynamisch ausgeformten Seitenleitwerk gute aerodynamische Eigenschaften des Modells im Vorwärtszug zu stabilisieren und bietet bei Händen am Boden eine erhöhte Sicherheit, weil hinten keine frei drehenden Teile vorhanden sind und somit die Unfallverhütung hier im Vordergrund steht. EC145T2 ist das neueste Muster aus dem Hause Eurocopter. Was hat man gemacht? Man hat mehr oder weniger die Rumpfzelle der P1, die ehemals einen hochliegenden Heckrotor, ähnlich wie die Bo-105 hatte. Da hat man den Heckauslehner sozusagen gekauft. Ja klar, ich hab direkt nochmal gestartet, weil es nicht liegen wollte. Ja, und man kann es hier eben sehr schön sehen, wenn man ihn sieht. Man kann ihn quasi, wenn man links in den Fenstern reinschaut, komplett durch das Modell hindurch auf der anderen Seite wieder durchschauen. Weil hier die neue Bodenmechanik eingebaut ist, also eine Hubkauermechanik.
frei. Kann man wirklich sehr schön erkennen. Der komplette Innenraum ist leer, ist frei, weil die komplette Technik oben sind. Das ist ein Hersteller selbst, der Herr Kowalski, Hersteller und Lieferant.